Muss ich gerade mal so sagen. So, das wäre eingekesselt. Und dann machen wir aber hier vorne. Ach, wir sind so zwei kleine Bäumchen hin. Da auch. So. Nur eine rasende, ne Quatsch, eine rotierende wilde Maus ist es. So, hier habe ich mich gerade verlesen. Eine Toilette haben wir bislang roh gebaut. Dort. Ich glaube, ich baue mal hinten nochmal einen rein, wenn denen von der Achterbahn schlecht wird. Dann können die da nochmal reingehen. So, die Wildwasserbahn. Gucken wir, die hier alle in dem Park die Bude einrennen. Würden die ja auch noch mehr bezahlen beim Kitty Coaster? Zwölf? Oder ist das dann schon Abzocke? Wir schauen mal, ob die auch 12 bezahlen. 3000 Gewinn in diesem Monat schon. Wir brauchen aber noch 900 Mark knapp, um dann die Schulden komplett abzubezahlen. Gutscheine für kostenlose. Na, müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas machen dann. So, hier wurde dann die. Oh, Karussell ist ausgefallen. Na gut, dann müsste eigentlich schon auf dem Weg sein. Das funktioniert ja mal so ein bisschen besser hier als. Ja, guck mal, der ist schon unterwegs. Hier funktioniert das ja mit den Mechanikern ein bisschen besser als bei einem gewissen RCT-Nachfolgespiel. Wenn ich das mal so sagen darf. So, die Wildwasserbahn. Eigentlich macht es gar keinen Sinn, die Schulden jetzt zurückzubezahlen, weil ich brauche das Geld jetzt für die Wildwasserbahn, aber ich kann ja trotzdem wenigstens mal 4000 abbezahlen im neuen Jahr. So, die Wildwasserbahn. Die startet. Ich werde hier einfach auch mal so ein Stück erhöht starten lassen. Kann ich das so rüberziehen? Nee, ne? Nee. Splash Mine Logger's Revenge ist ja immer das Standard-Layout, aber ich baue ein eigenes. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Wir machen erstmal hier eine Kurve rein. Machen wir hier erstmal so einen künstlichen angelegten See. Der uns jetzt gerade sehr viel Geld gekostet hat. Na,
Jetzt ist es natürlich blöd, dass man das bloß so machen kann hier. Dass man das nicht nahtlos reinbauen kann. Ich finde es auch lustig, dass das hier 0 Meter... Achso, nee, das ist wahrscheinlich absolut... Hä? Hm. Guck mal, zu Beginn das Action-Foto gleich mal. Wenn das so ein richtig langweiliges Action-Foto wird. Rutsch, die Flutsch ist kaputt. Das ist natürlich jetzt nicht so hier die Knaller Wildwasser bauen, sag ich mal. Aber einen gedrehten Drop kriegen sie natürlich trotzdem noch. So, einen Ausgang nicht gebaut. Eingang, Ausgang. Testfahrt aktivieren. Oh, wie viele Boote sind denn das? Eine Attraktion ist verfügbar. Hindernislauf. Das ist das mit diesen Pferdewagen bzw. Motorradwagen, die es da ja auch gibt. Kann man ja eigentlich den Lifthill auch einstellen. So von der Geschwindigkeit her? Nee, ne? Das ist wirklich sehr schade, dass es nicht geht. Ey, die zahlen auch wirklich 12 für das Ding. Na gut, wer 12 zahlt, zahlt bestimmt auch 15. Aber die werden jetzt hier richtig ausgenommen bei der Achterbahn. Wahrscheinlich könnte man das bei allen Attraktionen nochmal machen. Oh, das waren jetzt zu teuer. Nee, hä, warum fährt die weiter? Ich beschleunige mal kurz. Ist denn das jetzt zu teuer? Ja. Also bleiben wir bei 12. So, die Bahn ist fertig. Fahrdauer 2,5 sind 125 Sekunden. Bei 20 Booten ist das eine Mindestwartezeit von mehr oder weniger 6, und Sekunden. Das heißt, ich stelle das hier einfach mal auf 7 Sekunden und dann müsste theoretisch ja eine gleichmäßige Tüdelung passieren. Ach, das war blöd. Ich wollte ja, wenn schon... So, das habe ich nochmal umgebaut, damit die richtig drauf zulaufen, denn es ist nämlich am besten, wenn die Leute auf eine Attraktion direkt zulaufen. Und das ist einfach, ja, Wildwasserbahn. Lassen wir es einfach. Guck mal, dann macht es hier den Rasen, sehr schön. Und
Und dann machen wir den Hang noch ein bisschen schöner, hier mit so ein bisschen so einem Gebüsch. Hier kommen so Fontänen hin. Hier würde noch eine Attraktion reinpassen. Wie zum Beispiel das Heckenlabyrinth. Ich mache einfach mal so vereinzelt so ein paar Bäume rein. Und dann könnte man eigentlich noch hier so ein bisschen die Farbe ändern. Theming könnte ja dann so ein bisschen holzmäßig sein. So, der mäht jetzt hier. Ja, jetzt habe ich natürlich hier das Zeug hingestellt. Passt dann vielleicht auch nicht mehr so ganz. Kamera ist schon wieder ausgefallen. So, die Holzstation hätten wir. Ich finde, Blockhütte wirkt da irgendwie cooler. Na gut, ich meine, das Gebüsch kann man ja trotzdem lassen. Das ist dann halt Gebüsch, was auf Dreck wächst. Und jetzt kann man hier mit diesem Holzzaun. Hellbraun. Ah, ich würde mal dunkelbraun nehmen. Hier so einen Zaun drumherum bauen als Absperrung. Dass da auch ja niemand Fremdes hier auf dem alten Tagebau rumläuft. Hier wäre dann ein geheimer Notausgang. Grün gekennzeichnet. Attraktionen, genau, dass wir hier rumkommen. Oh, die Pommesbude haben wir. Oh, sehr gut. Hier ist auch nochmal ein Notausgang. So, theoretisch hat man das Spielziel jetzt schon geschafft mit den, was hatten wir? 598. Und die Parkwartung könnte aber auch noch ein bisschen besser sein. Die ist so ein bisschen am... nicht ganz so toll sein. Aber jetzt erstmal die Pommesbude hin. So, Abfahrt. So, was denken denn die Leute eigentlich? Ich bezahle nicht so viel für Kiddie Coaster. Oh. Aber warum bleiben die dann eigentlich dort stehen? Das verstehe ich jetzt. Oh, mir geht das Geld aus. Ja. Da wäre es cool, wenn es einen Geldautomaten gäbe. Erfindungsliste. Hier kann man sich das aussuchen. Ich weiß gar nicht, ob Geldautomat hier überhaupt vorkommt. So, fahren die für einen Zehner jetzt mit, aber jetzt haben wir erstmal das Problem, dass es regnet. Ja, doch, für einen Zehner kommen sie wieder ran. Okay, das ist gut.
So, hat man das Second Labyrinth jetzt bekommen? Ja. Das würde ja gar nicht reinpassen. Ja, doch, wenn man es nach einem eigenen Entwurf baut. Achso, da muss ich aufpassen, dass ich hier den Notausgang nicht zubaue. So, hier kommt eine Trollecke rein. Wo sich die Leute entscheiden müssen, wo sie lang gehen. Und weiter geht es dann einfach hier. Hier ist eine fiese Sackgasse, wo wir dann erstmal übelst reingehen und dann einfach dort nichts sehen. Und da ist nochmal die finale Trollung. So, Ausgang. Maximale Besucherzahl wird natürlich ordentlich aufgetüdelt auf 64. Oh, das wird dann schön voll. 2,50 alle 10 Minuten, wobei ich jetzt nicht so richtig weiß, was man bei einem Irrgarten warten soll. Na gut, die Hecken müssten mal geschnitten werden. Noch Holzzäune, weil das noch zum Bergbau-Theming gehört. Daher auch hier Sicherheitszaun rum. So. Aber ist das zu teuer? Ja, ist es. 1,50 vielleicht? Ja. So, jetzt kann man die rechtlichen Schulden abbezahlen. Speichern. So, ich könnte ja den Holzweg ja auch noch hier so machen. So, den Holzzaun. Da befinden die sich dann sozusagen auf dem Holzweg, wenn man das so will. Jetzt irgendwie was anderes habe ich jetzt hier nicht. Nee, ne? Schade. So sieht der Park aktuell aus, als kleine Übersicht. Oh, Shuttle Loop, keine Warteschlange. Das ist kein gutes Zeichen. Die wollen keine 8 Mark mehr dafür bezahlen. Oder sind pleite. Ich weiß nicht, mit wie viel Geld kommen denn die Leute hier rein? Mit 70. Eieiei. Ah, da können sie ja 10 Mal mit der Achterbahn fahren. Der hat 80 mit. Was geben die so aus? Ah, guck mal, die geben immerhin fast alles aus hier. Okay, das ist schon mal gut. Als nächstes kommt der Baumstammzug für die klassische Mini-Achterbahn. Eigentlich müsste man hier noch diese LKW-Fahrt, Pickup-Trucks, hier reinmähren.
29 Personen hier in dem Irrgarten drin. Geil. Können wir irgendwie mal eine Werbekampagne machen, dass hier frisches Geld reinkommt? Jetzt haben wir erstmal die Bahn hier. Ah, nee, warte mal, das ist das hier. Ja, gut, das ist auf. Ah, ich lasse es einfach bei Dings. So, jetzt regnet es erstmal wieder. Da werden doch hoffentlich wieder sehr viele Leute 20 Mark für so einen ollen Regenschirm ausgeben. So, was baut man als nächstes? Rotierende wilde Maus. Vielleicht hier so eine Wagen bauen, aber das Problem ist halt, dass wir halt so vom Theming her nichts Gescheites im Angebot haben. Ich müsste auch überhaupt mal hier das Gebiet von der Achterbahn absichern, dass da keiner draufläuft. Nicht, dass es da zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt. Na gut, da ist jetzt der Helix im Weg. Und jetzt ist hier irgendwie alles im Weg gerade. Habe ich den Zaun, glaube ich, gerade falsch gebaut. Das ist halt auch mal so eine nervige Sache mit diesen Zäunen. Die kann man auf zwei Arten und Weisen bauen. Na gut, so. Ob man hier noch irgendwie ein Design reinmacht. Waffenstatue zum Beispiel hier so, wie dann so dran vorbeifahren. Damit der Bereich nicht ganz so trist ausschaut. So. Aussichtsturm auch mittlerweile total geworden. Ne, Aussichtsturm war großartig. Ab und zu kommen nochmal welche rein. Das ist ja wahrscheinlich eine Sache, wenn es regnet. Dass die dann sagen, jo, da habe ich Bock drauf. So, jetzt will ich auch mal eine Werbekampagne machen. Kostenlose Speise und Getränke, weil es ja auf den Sommer zugeht. Für Eis. Ach nee, Marketingkampagne von den örtlichen Behörden verboten. Och nee. Ich meine, das geht ja noch nicht. Schlimmer wäre, wenn man die ganze Landschaft und Szenarien, Quatsch, Bäume nicht editieren dürfte. Aber gut, können wir halt keine Werbung machen. Ich muss auf die Toilette, sagen auch 17 Leute. Wo stehen sie denn? Hier hinten. Na gut, die haben doch mal eine Toilette hier. Gut, dann bauen wir einfach hier nochmal eine rein. Dann haben sie drei Toiletten. So. Ja, die Wildwasserbahn kommt auch gut an. Was haben wir denn noch? Ach ja, so ein Autofahren, genau. Rennwagen und Sportwagen haben wir da.
Mach mal Sportwagen. Da gibt es schon ein bisschen was. Ach, die haben ja diese komischen hier Tunnel. Die einfach mal hier irgendwie so ein Stück hochfahren und das werden wir dann noch mit dem Terraforming designen. Beziehungsweise kann man das ja auch mal parallel dazu machen. So 600 Besucher sind schon im Park. So, das kann ja noch eins höher gehen hier, oder? So hier. Wilde Maus Holzbahn. Na gut, dann halt so, dann geht's halt hier wieder runter. Und reicht für diesen Tunnel eine Höhe von 1? Weiß ich gerade gar nicht, ob das... Ach, man kann das doch größer... Ach so, okay, naja. Na, diese ganz neuen Funktionen, die hier reingebaut werden... Achso, es muss doch eine Zweierhöhe sein anscheinend. Dann geht das halt einfach hier runter. Den Tüll noch wieder hoch. Ach so, hat die Bahn nicht das Problem, dass die, wenn die zu schnell werden, dass die dann crashen? Ich glaube, bei der war das nicht, ne, oder? Bei der Wagenbahn? Ne, das war bloß bei dieser komischen, wie heißt das, Cheshire? Catsbahn da oder sowas? Ich meine, wir können es ja mal testen, was passiert, aber ich glaube... Die müssten eigentlich safe sein in meinen Augen. Nee, das sollte passen. Da ist keine Unfallgefahr, so wie ich das hier sehe. Genau, das kommt dann einfach hier aus dem Tunnel wieder raus. Mit einem kleinen Airtime-Hügel. Beziehungsweise machen wir es so hier gleich. So, was haben wir für Musik? Rockstil. Und das Ding nennen wir einfach Pikes Peak
Race. So, das ist so ein simuliertes Rennen da auf den Pikes Peak Berg. Auch wenn das natürlich von der Höhe nicht so wirklich hinkommt. Haben wir da irgendwie ein passendes Design? Zelt nicht schon wieder Zelt. Ach, lassen wir es bei schlicht.